In diesem Video nehme ich euch mit in den Primark in Köln. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Primark-Video. Ja, ich bin in Köln und heute geht's in den Primark. Heute ist Samstag, der 4. März und ich zeige euch, was es hier Aktuelles von Disney gibt, inklusive Preise. Starten wir mit dieser Tasche mit Pluto drauf für 4 Euro. Gibt's hier so eine Umhängetasche für 8. Ist ganz süß für die Parks, kann man Geldbeutel, Handy oder so reinpacken. Da unten gibt's Socken zum Disney 100 Years. 3 Paar für 4 Euro. Gibt es hier einen Pullover für 16 Euro. Disney 100 Schuhe, eigentlich ganz hübsch. Weiße Sneaker. Kosten 18 Euro. Da ist nochmal der Pullover. So eine Cappy für 6 Euro. Die Jacke, die habe ich ja schon. Die blaue kostet hier 35 Euro. So sieht sie von hinten aus. Gibt es hier diesen Pullover für 14. Nochmal eine Tragetasche für 5. Gibt es noch eine grüne Jogginghose für 14 Euro. Dann gibt es einen Rucksack. Kostet 18 Euro mit so einer kleinen Tasche noch dran. Gibt es hier eine Bauchtasche aus so einem Stoffmaterial für 14 Euro. Und da ist auch so eine kleine Tasche dabei. Und hier die Umhängetasche finde ich echt auch ganz süß. Kostet auch 14 Euro. Da ist wahrscheinlich dann der Gurt mit drin. Genau, ist hier so ein goldenes, eine Hand ganz schön schwierig. Genau, hier so ein goldener Gurt dabei. Mache ich gleich zu. Gibt es hier so Einmaltaschen für 3 Euro. Die Sneaker finde ich eigentlich ganz hübsch für 18 Euro. Mit diesem Silber. Passt echt gut zum 100. Geburtstag. Gibt es hier so Mickey-Hoodies für einmal 14. Kostet auch 14. Passende Jogginghose für 14. Hier so ein weißes T-Shirt für 10 Euro. Und dann gibt es hier eine Kollektion aus T-Shirts und Shorts. Shorts kosten hier 6 Euro. Ganz cool für den Sommer, für zu Hause zu chillen. Ist auch so Longsleeves. Kosten 11. Ich zeige euch jetzt nicht jeden, weil sonst müsste ich jeden ausbreiten. Schauen wir mal, ob hier noch was. So ein rosanen. Auch für 11. Mit Minimaus drauf und so Herzchen, glaube ich. Ist noch eine Shorts mit so Mickey-Köpfen. Genau, da ist noch Mickey und Co. Ist auch nochmal Mickey Maus. Und hier so ein grauer Pullover mit Mickey drauf. Dann gibt es hier eine Kosmetiktasche für 9 Euro. Gibt so Nagelsets für 2. Lippensets für 2 Euro. Und Badebomben für 3. Süße Kosmetiktaschen für 7. 4 Euro für so Gesichtssponges, ein kleiner Handspiegel für 3,50 Euro und hier so ein Quarz-Ding fürs Gesicht, wenn man sich das Gesicht eincremt, für 7 und für die Wimpern einmal 3 Euro. Gibt hier auch so Haarclips für 4.
und so Waschlappen würde ich sie jetzt nennen, für 4 Euro, 3 Stück. Hier gibt es so ein ganzes Set für 16 mit einer großen Tasche und 2 kleinen. Eine Duschhaube, Prina liebe Grüße, für 3 Euro. Sogar innen gefüttert für den Winter, wenn du im Winter mal Wasserbahn fährst. Genau, dann gibt es hier noch, ach, auch süß so. Ich glaube, das sind Mini-Lipglosse. 12 Mini-Lipglosse. Süß. Wenn man irgendwie so einen Kindergeburtstag hat mit so Mädels oder so. Kinder lieben sich ja zu schminken. Richtig süß. Gibt es hier einmal so eine Rundbürste. Für 6. Ach so, Travel Sizes. Mit so einer passenden Handgepäcks Tasche dazu. Für 4,50 Euro. Make-up-Pinsel für 10. Und eine Beauty-Sleep-Maske für 3,50 Euro. Die finde ich auch mega schön. Den habe ich euch noch vergessen zu zeigen. Ein Hair-Tingler. Ein bisschen aus wie die Gabel von Ariel. 4,50 Euro. Dann gibt es hier noch ein paar Kosmetikbeutel. Der Simba unten kostet 7. Der hier kostet 6. Gibt es ja auch noch mit Mini, Mickey. Der große kostet 14. Das Set hier kostet 10. Ups. Kostet 7, der kleine. Hier die kosten 10. Und der kostet 8. Genau, gibt es auch noch so einen kleineren, auch für, kann man gut für einen Flieger benutzen. Kostet 5 Euro. Gibt es ja auch einiges von Stitch. Ein Make-up-Pinsel-Cleaner für 4,50 Euro. Dann gibt es Reusable Cleaning Pads für 3,50 Euro mit Stitch. Auch so ein Dreier-Set für 16 Euro. Eine Haarbürste mit Angel für 4,50 Euro. Gibt es hier so ein, auch so ein Stein im Sale für 3 Euro. Nagelfeilen für 2,50 Euro. Nochmal so ein Stein für 7. Das ist derselbe. Nur einmal ist Angel drauf und einmal Stitch. Der ist im Sale. Gibt es ja auch noch so einen Face Roller für 7 mit Stitch. Und dann gibt es hier Sponges, Make-up Sponges für 3,50 Euro. Natürlich auch eine Schlafmaske mit Stitch. Für 3,50 Euro. Ich glaube, da ist sogar Gel drin. Ist relativ schwer. Und auch einen Spiegel mit Angel drauf für 3,50 Euro. Und ich glaube, das war's. Was haben wir hier noch? Ein Carpillow. Ah, für hinten ans Auto für 7 Euro. Und es gibt auch Harry Potter Sachen. Ich schwenke jetzt nochmal kurz durch. Hier gibt es auch so einen Handspiegel und Haarclips in den Häuserfarben. Haarbürsten für jedes. Jetzt fällt mir das Wort ein, fehles Haus. Und ja, hier so Schlafmasken mit Gel drin. Genau. Das habe ich euch auch noch vergessen zu zeigen. Hier gibt es auch noch so Kids Gelnägel, richtig süß, für 2,50 Euro. Hier gibt es aber auch hier so ein Nagellackset, ähnlich wie die Lipgloss für 3,50 Euro. Also sehr süß, mein kleines Mädchen hat auf jeden Fall. Und da unten gibt es auch noch so ein Pinselset für 8 Euro. Und, ne, das ist kein Disney. Ja, ah, doch, oder? Doch, es ist Minnie Maus drauf. Es ist Disney. Für 4 Euro auch nochmal so ein Nagellackset für Kinder. Hier gibt es noch ein paar Winnie-Pooh-Sachen. Hier gibt es auch mal so ein T-Shirt für 10. Einmal so ein Pullover für 16. Reusable Bags für 3. So eine große Stitch-Tasche. So eine Reise-Sporttasche für 22. 18 für die Tasche. 11 für das T-Shirt.
Chipmunks. Einmal 10 Euro für das T-Shirt und 16 für den Pullover, der weiß ist, auch ganz süß. So wie es aussieht, gibt es auch Schmuck zum 100. Geburtstag. Und zwar hier dieses Ringset. Mit allem möglichen, sieht man nicht so. Mini Mickey, was auch immer, 8 Stück für 5 Euro. Dann gibt es, jetzt müssen wir hier gucken, ein Kettenset für 5 Euro. Ich glaube, es sind Ketten. Und dann gibt es noch einen Schlüsselanhänger für 4. Ich glaube, das war's. Das andere ist alles nicht Disney, oder? Da steht noch Disney drauf. So Armbändchen in Silber. 3,50 Euro. Ah, da sind Buchstaben drauf. Deswegen, da gibt es J und hier ist D. Und jetzt zwischen habe ich noch Stitch gefunden für 4 Euro. Aber er sieht ein bisschen gruselig aus. Und auch Armbänder. Natürlich gibt es auch Disney-Socken. Hier Baby Yoda für 4 Euro. Oder hier auch zum 100. Geburtstag von Disney. Das ist ein Retro für 4,50 Euro, 3 Stück. Hier nochmal Baby Yoda. Das sind dann längere Socken für 4,50 Euro. Aristocats, 4 Euro, Minnie Maus, auch richtig süß, für 4,50 Euro. Winnie Pooh Socken für 4, Grinsekatze, Minnie Maus, kosten alle 4 Euro, Bambi und nochmal Baby Yoda. Das ist bei Disney Home angekommen und hier gibt es so Foodie-Dosen für 5 Euro, so kleine Kaffeebecher für 5 Euro, Minnie Maus Trinkflasche aus, ich würde sagen Edel, ich weiß nicht, ob es Edelstahl ist, aber es ist auf jeden Fall Metall, 7 Euro, nicht, kein Plastik, dafür ist die hier aus Plastik, so eine Trinkflasche, 8 Euro. Wieder so eine Thermoflasche für 8. Das ist wahrscheinlich so eine Kinderkartentasche. I woke up like this. Ja, mit Isolierung innen drin. Für 8 Euro. Gibt es hier so Geschirrtücher. Für 6. 12 Euro für, ich glaube, das ist ein Bettlaken, für ein Doppelbettlaken. Ich sage 12 Euro. Gibt es hier anscheinend noch so Kissen für 6. Zweierpack. Mir fehlt da die Beschriftung. Ich glaube, da hinten gibt es eine Beschriftung. Ne, das sind nochmal diese Sheets. Eingepackt. Gibt es hier noch so eine Hoodie-Decke mit Mickey und Minnie für jeweils 19 Euro. Hier gibt es diese Aufbewahrungskisten. Kann man so aufklappen. In Schwarz kosten 5 Euro. Hat auch noch so ein Bettlaken, glaube ich, ja, für 24 Euro. Sind das Disney-Handtücher? Ist auf jeden Fall eine Mickey drauf. Da sieht man es. Kostet 9 Euro. Auch noch mal ein Mini-Handtuch. Das sieht so aus. Gibt es noch ein paar Avengers-Sachen hier. Iron Man-Kissen. 10 Euro. Lunchbag mit Marvel für 4. Decke. Nochmal so eine Lunchbox. Dreier-Lunchbox für 5. Also ist wahrscheinlich bei der Mickey auch eine Dreier-Set dabei. Ja, so eine Thermokanne mit Thermosflasche mit Star Wars für 8. Spider-Man-Decke 9 Euro. Sieht so aus. Hier nochmal so eine Thermosflasche mit Marvel für 7. Dasselbe in dem Design. Eher als halt sowas für Kindergarten, glaube ich. Mal so ein Marvel-Box-Set. Ist auch noch so eine Decke für 19, die man sich so umwerfen kann. Das ist jetzt Harry Potter. Gibt es ja auch so ein paar Lunchboxen
so eine Decke. Gibt es hier ein mega süßes Baby-Yoda-Kissen für 8. Mit riesenlangen Ohren. Gibt es hier auch so eine Thermosflasche mit Bambi für 8. Und so einen süßen Bilderrahmen für 6. Und da vorne sind noch die Stitch-Sachen. Dasselbe gibt es auch für Stitch, oder? Das ist kein Stitch. Das ist Stitch. Auch 5. Oder? Ja. Gibt es hier auch so Geschirrhandtücher mit oder so Mikrofasertücher mit Stitch für 2,50 Euro. Gibt's auch noch so eine Kindergartentasche mit Stitch. Kommt wahrscheinlich genauso viel wie die andere. 8. Und da unten gibt es noch. Ah, was ist das denn hier? Ein Stitch-Wäschekorb für 9 Euro. Sieht so aus. Gibt es auch noch Bettlaken mit Stitch für 12. Auch noch für King Size 28. Stitch-Kissen. €6 für so Kissen. Es gibt hier auch Schreibwaren. Jetzt sind wir wieder bei der Stitch-Abteilung. Es gibt immer sehr, sehr viel von Stitch. Also Post-its für 2,50 Euro. So also Notes für 5 Euro. Briefpapier, glaube ich, 2 Euro. Sowas zum Ausmalen. Für Kinder für 3. Gibt es hier so Weekly Planner für 7. Moana-Ausmalset für 3 Euro. Also für Kinder gibt es hier echt auch super viele Sachen. Hier nochmal Stitch für 2. Gibt es so Oster 3D-Sticker für die Eier für 2 Euro. Da kann man, glaube ich, auch nochmal. Gibt es auch noch so ein Set für Eier oder für Ostern? Genau, kann man hier so ausmalen mit Stitch. Kostet 4 Euro. Gibt es hier so Bambi-Schreibsets für 4. Also Bambi-Notizbücher. Moana habe ich euch gezeigt. Dann gibt es hier Disney 100. Ich weiß gar nicht, was das darstellen soll. 12 Euro. Schauen wir mal. Achso, eine Notiz. Was auch immer. Ich weiß nicht, was es kann. Aber bei den anderen ist hier so ein Musik- und so ein Lichtsymbol. Da kann man draufdrücken. Es leuchtet. Seht ihr das? Das Schloss leuchtet. Man hört aber keine Musik. Nehmen wir mal das andere aus. Es leuchtet auch, aber es spielt keine Musik. Dann gibt's ein Lanyard zum 100. mit 3 Pins für 5 Euro. Also echt ein Schnapper. Gibt's ja auch noch so verschiedene Notebooks mit Mickey und Minnie. Einmal ein Schreibset mit Minnie und Daisy. Noch sowas zum Ausmalen für 3 Euro für Kinder. Gibt es hier. Also kann man so Bilder, glaube ich, dranhängen. Also gibt es echt viel. Hier so Stempelroller. Mit sowas kenne ich mich nicht aus. Für 3 Euro. Gibt es natürlich auch für mit Marvel dasselbe Spiel. Und auch Pokémon gibt es hier ein bisschen. Ich habe hier noch ein paar Sneaker gefunden. Einmal von Stitch für 18 Euro. Einmal hier diese Minnie Mouse Sneaker für 18. Hier nochmal zum 100. Geburtstag so hohe Sneaker für 20 Euro. Die habe ich euch unten schon gezeigt für 18. Richtig schön. Und die gefallen mir auch echt gut. Sehen aus wie halt wie Converse für 16 Euro. Ja, also echt schön. Hier gibt es noch Flipflops zum 100. Geburtstag für 4,50 Euro. Einmal so Schuhe für 9 und einmal Stitch-Flipflops für 4,50 Euro. Die sind eigentlich auch ganz süß. Ich bin wieder zu Hause und zeige euch, was ich im Primark mitgenommen habe. Und ihr könnt schon sehen, einmal die Maske hier. Die ist mega schön. Genau. Dann einmal Flipflops für 1,30 Euro. Ich finde die immer sehr praktisch für einen Urlaub oder wenn man jetzt irgendwie Städtetrips macht fürs Hotel. Für 1,30 Euro kann man da nichts falsch machen.
Dann Osterdeko, und zwar Baby Yoda. Den habe ich euch, glaube ich, auch nicht gezeigt im Video. Der hat 12 Euro gekostet. Ne, 14. Er stand 12, aber in der Kasse haben die 14 abgezogen. Genau, mega süß. Habe ich auch der Nina einmal mitgenommen. Dann habe ich mir einmal die Schuhe mitgenommen. Und einmal die Schuhe. Also zweimal weiße Sneaker. Die gefallen mir echt gut. Passen zu dem Disney 100 Silber-Weiß-Look. Echt schön. Und dann habe ich mir hier noch so Schlappen mitgenommen. Die lasse ich bei meiner Mama als Hausschuhe dann, wenn ich zu ihr fahre. Da habe ich nämlich noch keine. Und genau. Das war's. Mehr habe ich nicht geshoppt. Und das war mein Primark-Video. Aus Zeitgründen musste ich leider die Kinderabteilung auslassen. Und wir hatten wirklich einen schönen Tag in Köln. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.